Hallo liebe Leute, willkommen zu den Server News Nummer 2. Wir sind jetzt schon viel weitergekommen. Bald ist der Spawn eigentlich relativ fertig. Sie machen wirklich eine Skyline hier. Das ist einfach fantastisch. Also, was soll ich da noch groß sagen? Die machen einfach alles für mich. Das ist wunderbar. Das ist einfach nur sehr, sehr toll. Sogar mit Balkons. Hier haben wir so ein, wie sagt man in diesen Gebäuden? Einfach keine Eckengebäuden. Und scheinbar gibt es eine richtige Skyline wie in New York, also Times Square. Das finde ich einfach nur super. Dann haben wir, wie wir oben sehen, ja, ich habe nach oben geschwenkt, den Planeten Erde, wie er vor eine Milliarde Jahre ausgesehen hat, also als Wasser nach dem Feuer. Und da wird natürlich noch die Erdkugel und so kommen. Das ist mein Schiff. Das ist sowas von cool. Ich habe einfach hingekleckert. Mehr nicht. Aber schaut, sogar unten im Fenster. Ja, ich bin so unprofessionell im Gegensatz zu Ihnen. Das kann ich ja trost sagen. Hier habe ich den Weg mal gemacht. Würde auch ein bisschen schöner aussehen, wenn es ein bisschen geschwungen ist. Aber ich möchte es gerade haben. Hier haben wir den Kaktus. Kaktusi, weil man das ja so schön gerne sagt im Internet, haben wir das einfach mal so gemacht. Das ist ja eine Kaktusi. Dann sind die anderen keine Tussis. Da haben wir einen Brunnen. Und jetzt kommt eigentlich das Geiste, das wir heute gemacht haben. Also nur die zwei natürlich. Backware, Teigware, Presents. Unsere Entspannungsoase. Nummer 1 auf dem Server. Überall sonst gibt es nicht so gute Entspannungsoasen. Ja, ich dachte früher manchmal, ich könnte hier ein Netherportal und ein Endportal machen. Aber es tut sich erstens nicht so gut machen hier unten. Und zweitens wollen sie es auch nicht. Also denke ich, mache ich es einfach im Himmel. Und da dürft ihr gerne auch mal schreiben, was ihr wollt. Vor allem die, die auf den Server kommen, wenn er öffentlich ist. Ja, die zwei sind zum Beispiel jetzt Admins, weil sie schon immer Admins waren, beziehungsweise sogar schon in Groupcraft und deshalb einfach lasse. Ich könnte das nette Portal unten machen und das Enterportal oben. Wie wäre denn das? Mal gucken, was die sagen. Ich hoffe, sie verstehen es. Ja, auf jeden Fall können wir dann ja bauen im End, in der großen End. In der alten, also in der normalen End können wir ja zum Beispiel einfach mal etwas bauen, eine Stadt oder so, die einfach nur für die Leute sind, die natürlich auch gut bauen können. Ja, jetzt suche ich gerade das mal. Ja. Irgendwo hier oben. Man sieht es halt nicht so gut in diesem Texture-Pack. Notenblock, klebriger Kolben, Rätsel, Spende. Nein, es ist irgendwie hier unten, oder? Ich weiß es nicht mehr so. Also, da sind sie. Ja, endlich. Muss ich Lava? Das geht doch nicht. Ich habe, glaube ich, Lava gar noch nicht ausmachen können. Da muss ich einen neuen Host wählen, weil ich da nicht macht. Ja, dann machen wir mal zum Beispiel das hier. Hä? Ich mache das einfach dann später ein bisschen besser. Hä? So. Ah ja, genau. Diese Enderkolben rings drauf. Diese, ja, wie sagt man denn? Da sind sie. Enderstäbe einfach. Die einfach hier drauf. So, und dann
hält sogar Söhne dazwischen. Ah, da kann man nichts aufbauen. Wenn ich das jetzt mal kurz so mache. Ich hoffe einfach, dass die Kugel nicht abbrennt. Ich kann es ja nochmals versuchen. Game Rule. Du. Viere. Tick. Falsche. So. Dann machen wir wieder normal drauf. Aber dann ist so, dass es nur noch eins ist. Also nur noch ein Halbstep. So. Und hier kommt die Lava rein. Also müssen wir da noch zumachen. Ne? Ja, das geht halt jetzt. Ah doch, das geht. Dann sieht man das vorher auch. Ja. Aber ich tue falsch bauen. So. Wenn wir jetzt hier die Lava reinmachen. Ich hoffe, es brennt nicht. Also eben, World Quad geht nicht, überall alles geht nicht mit dem Fertig. Sollte eigentlich gehen. So, und jetzt muss man die drauf tun. Hä? Jetzt muss ich da mal gucken. Also es sollte eigentlich klappen. Ich weiß ja nicht, wie lange das geht, bis... bis es geht, aber es ist halt einfach zu falsch. Ich muss es so machen, ne? Nein, es ist irgendwie falsch. Schon? Nein, es ist weniger. Ja. Ich sah jetzt nicht so normal. So. So, also, das haben wir. Gut. Also, hier haben wir alles schon gezeigt eigentlich. Eben dieses komische roten Teil habe ich jetzt auch gemacht. Und hier ist ja das Spawn-Zeugs, das Regelzeugs. Also da haben wir zum Beispiel, ja, dass wir den Server auch streng überwachen, damit nichts passiert, gell? Und eben Chat, Cheat, Hack oder Mod. Ausgenommen ist Optifine und eine Minimap ohne Spiele und Untergrundanzeige. Das tut sich ja selber erklären, Untergrundanzeige wegen den Höhlen und so. Da wird immer streng gecheatet, auch wenn man es nicht will. Ausmachen und ohne Spielanzeige für PvP und RvE. Das ist wichtig. Ja, Griefing und so, das ist auch alles klar. Und hier haben wir, ja, das ist einfach das Angreifen von Spieler und... ja, Events zum Beispiel und auch so Sachen, aber das kommt alles hierhin noch dazu. Hier kommt noch eine Ruhmeshalle. So, da muss ich eben noch sagen, oder Ihnen beiden. Gut, ja, ich möchte noch Kevinsburg zeigen. Das ist ja mein Schweizer Kumpane sozusagen. Er ist auch Admin. Er baut diese Burg
denke ich mal, im Survival-Modus habe ich es jetzt noch nie richtig gesehen. Aber es ist, ja, es ist Survival-Modus. Hier hat er sogar noch Kühe. Aber wo er seine Sachen versteckt, weiß ich nicht. Ja, will ich sie auch nicht zeigen. Da hinten wahrscheinlich. Ich werde es finden. Ja, da ist es. Und ich habe das mir überall gesucht. Sorry fürs Spoilern. Aber eben, es ist ja alles geschützt. Kann niemand stehen, gell? Ja, das war's. Mehr haben wir leider nicht, außer dass das Farmwood-Portal wieder geht. Aber das ist ja nur für die Leute, die schon rein können, Revelant. Die Schäden da drin haben wir alle zerstört, wegen dem Sperren, Spawnen. Und ja, sind die Schäden einfach weiß geblieben. Ist eigentlich alles prima, also ich kann's langsam. Hä? Also gucken wir zum Schluss nochmal kurz zu denen. Ja, sie sind hier noch ein bisschen am Dekorieren. Prima. Ist jetzt hier unten etwas? Noch nicht. Ja, das kommt alles nacheinander. Prima. Hier ist noch eine andere Ding. Also, wir haben eine Flache gehabt, die ging rüber und dann nicht mehr. Und hier haben wir jetzt zwei noch dazu. Eben hier ist der andere Eingang. Die Sachen werden noch schöner gemacht, die markiert sind. Und diese Wolle ist einfach dazu da, dass zum Beispiel diese Gebiete müssen dringend geändert werden. Zum Beispiel hier diese Sperren hier. Da hat einfach Floster keinen Bock gehabt. Und ich ein bisschen. Ja, prima. Also das war's mit der Server News Nummer 2 und die Nummer 3 kommen, sobald der Server online sind, in öffentlich, ja. Prima, 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 dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Dragobasa, tschüss.